Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, habe ich schon an der ein oder anderen Yoga-Challenge mitgewirkt und ich bin quasi ein Yoga-Profi. Und deswegen dachte ich mir, muss ich das auch mal für meinen Kanal ausprobieren. Eine Yoga-Challenge, aber erstens nicht irgendeine Yoga-Challenge, sondern viel mit in der Luft. Und es sind echt komische Sachen, die ich rausgesucht habe. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Und zweitens ist es eine Yoga-Challenge mit meiner Freundin. Komm rein, komm rein, komm rein. Ich habe Haare in der Fresse. Das ist okay. Ich habe Yoga-Posen rausgesucht. Die sind schwer, sehr schwer. Und ich glaube nicht, dass wir die hinkriegen werden. Aber wir werden es ausprobieren und uns hoffentlich nicht zu sehr dabei verletzen. Für eure Unterhaltung. Oh. Weil wir so gut im Yoga sind. Ich werde den Elefanten hier heben. Das kann gut sein, weil ich bin schwach as fuck. Und ich nicht. Lasst uns die Yoga-Craziness beginnen und hoffen wir mal, dass wir uns nicht zu stark verletzen. Let's go! Let's go! Scheiße! Oh, ich bin gar nicht gedehnt, das tut voll weh! Deswegen machen wir jetzt Yoga. Oh, wird nicht einfach heute. Ich glaube nicht, dass wir so... Bleib gespannt! Heute verletzen wir uns! Stark! Darfst du das überhaupt machen? Ja, natürlich! Mit deiner Höhe. Ich weiß, das Problem ist, wir sehen hier halt nur die Bilder vom Endergebnis. Wir haben keine Ahnung, wie man vernünftig dahin kommt. Das heißt, wir müssen kreativ sein und das irgendwie selber rausfinden. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. So schwer sieht das nicht aus. Aber Yoga sieht nie schwer aus und dann denkt man sich, also... Du bist auf dem Boden und ich bin komplett in der Luft. Du bist nur mit einer Hand auf dem Boden. Und dein einer Fuß ist so hinter meiner Schulter. Uff. So. Und... So. Hä? Das ist alles. Du musst vor mich. Du musst vor mich. Du musst ja eigentlich nur. Ah! Oh! Ah! Also, du musst auf jeden Fall vor mich. Oh. Es wird an deiner Schwäche mangeln. Ja, Mann. Es ist doch nicht so schwer. Wir wohnen im Hafen. Warum ist hier ein Kreuzer gerade vorbeigefahren? So. Okay. Dein unterer Fuß hinter meiner untere Schulter. Genau. Deine vordere Hand, ich muss jetzt meinen Fuß nehmen. Du musst mit der vorderen Hand. Oh, Jessica! Ich wäre so oder so nie im Leben nach oben gekommen. Fuß! Das ist deine Schulter! Eieiei! Ah, das tut übelst weh. Du bist doof, wir versuchen andersrum. Meine Schulter. Deine Schulter? Von der anderen Seite machen, weil das ist meine Rolle. Wir sind halt zwei Krüppel, die hier versuchen, Yoga zu machen. Wie kann zwei Leute in ihren frühen 20ern so kaputte Körper haben? Ich kann keine Liegestütze machen. Sie hat eine kaputte Schulter, weil sie mal zu blöd war, an einem Motorroller die Bremse wieder zu finden und voll in den Zaun gedonnert ist. Und dann eine Wand. Muss man erstmal hinkriegen. Ich bin nicht so stark. Gib mir Fuß. Dein Fuß in meinem Rücken. Ich dachte echt, das wäre nicht das Allerschwerste. Ey, ich schwitze wie sonst was gerade. Ja. Du bist voll lang, deswegen kann ich das gar nicht machen. Daran liegt's. Wir natürlich sind nicht gleich die groß. Die Größe ist das Problem. Sind die gleich groß? Weiß ich ja nicht. Ah, easy going. Was soll denn da schon schief gehen? Bin ich richtig? Ja. Ist ja gar nicht, ich muss andersrum sein. Ja. Hä? Also. Die hat irgendwie ihre Beine unterschiedlich an ihrem Körper befestigt. Wir haben gar nicht so viel Spannung. Ich hab Spannung ohne Ende. Ui. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ja. Ich hab mich richtig elegant gefühlt und am Ende sieht es einmal aus wie hingeschissen. Willst du es sehen? Ja. Wir gucken uns das an. Das war ja jetzt schon super elegant, aber wir machen es noch mal ein kleines bisschen eleganter. Oh, jetzt habe ich einen Krampf im Fuß, Krampf im Fuß! Welcher Fuß? Welcher Fuß? Welcher Fuß? Ja. Vertrauen. Mit deinem Fuß! Ja! Nein! Hat eine Sekunde gehalten!
Weiter geht's. Das ist einfach. Das habe ich schon ein paar Mal mit Joey gemacht. Das kriegen wir hin. Ich war aber immer oben. Aber passt das überhaupt gerade von the Kamera Perspektive? Weil. Man sieht uns nicht. Wir sind 3 Kilometer entfernt. Sorry. Kannst du nicht mehr? Mann, warum bin ich so schwach? Okay. 3, 2, 1, ruhig. Stopp. Ach so. Ja. Ich hab einfach nur deinen Arsch im Gesicht. Spannung! Okay. Ich hab Angst! Du bist der König der Welt! Aber das ist sauer anstrengend für meine Beine! Warte, ich hab deine Zeit im Gesicht! 2, 1. Schaffen wir das? Alles okay, Schatz? Nochmal! 1. Du kannst mich nicht an den... Ja? Bitte! Oh! Ah. Oh! Mann! Ja! Das war nicht gut! Wir schaffen das! Wir sind stark! Wir sind dynamisch! Wir sind jung! Wir schaffen das! Dynamisch! Ich will nochmal sehen, wie du das gemacht hast. 1, go! Ja? Ja? Strecken, Spannung. Nee, ich rutsche. Nein, nicht so! Mein Gott! Alles okay? Nein, ich will doch nicht mehr hoch. Warum? Weil du mich fallen lässt. Ich hab dich nicht fallen lassen, ich hab dich so festgehalten. Bist du gefallen? Ja. Auf dem Boden? Nein. Also, wir schaffen das. Ready? Ich weiß. Set. Okay. Fire. Ich bin Skispringer. 2, 1. Oh. Ja. Du musst jetzt. Meine Freundin ist kaputt. Hörst du im Video, keine Sorge. What the fuck? Und jetzt? Okay, wir haben's. Hast du? Ja. Können wir jetzt aufhören? Ja. Daran schwer sein. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie man in die Position hinkommen soll. So von der Seite. Man fängt so an und dann macht man eins hoch, dann ist da schon einer mit seinem Fuß drauf, dann hält man sich so fest und dann macht man so. Das ist voll schlau. Ich weiß. Das heißt, wenn es nicht klappt, klatschst du voll in meine Fresse, ne? Auf deiner. Oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh mein Gott, Jessie, nein! Nein, aber ich schwitze wie ein Schwein. Alleine kann ich das, also liegt es eindeutig an dir. It's never gonna work out like that. It's gonna work out! Ah! Boah, ich muss kotzen. Ehrlich jetzt schon? Warum hast du so in meinen Schritt geguckt? Deswegen muss ich jetzt auch kotzen. Boah! Ih, die Frauen. Warum ist das so schwer? Hoch bitte! Go! Ja, das war super. Oh! Mein Gott! Sorry! Ich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen! Man muss auch eingestehen, sich selbst, wenn was einfach nicht klappt. Das ist jetzt.
Wir schaffen das. Warte, ich muss erstmal meine Plauze wieder verstecken hier. Let's go! Das ist mein Jumbo! Oh! Oh! Was? Was ist? Oh, ich hab's. Nur deine Bänder. Oh mein Gott, ich hätte dich fast getötet gerade. Was hätte ich dich getötet gerade? Nochmal. Okay, erstmal einmal einatmen und die innere Mitte finden. Hallo. Hey. Warum schaffen wir das? Nein! Oh mein Gott. Aua! Ah, meine Füße! Entschuldigung. Also irgendwie funktioniert das nicht, wenn ich Flyer bin. Aber das brauchen wir gar nicht probieren. Es ist absolut unmöglich, dass wir das schaffen. Wie soll das überhaupt funktionieren? Wie soll ich deinen Fuß greifen? Sollst du... Ich muss hoch. Schick mir das Bein. Es hat super geklappt. Wir kriegen nichts hin. Lass mal noch einmal das Standardding probieren. Wir müssen doch die schaffen, die jeder schafft zumindest. Ja. Ihr dachtet, wir sind richtig scheiße, ne? Nee. Die Dinger waren nur mega schwer. Wir sind Profis! Streck deine Beine durch. Gar nicht. Du schaffst es. Ja. Du schaffst es. Good enough. Zeigen es allen jetzt. 3, 2, 1. So. Profis. So Leute, wir haben euch bewiesen, wir sind absolute Yoga-Profis. Diese Aufgaben waren nur einfach total schwer, aber eigentlich sind wir richtig, richtig gut. Ja, wir sind richtig gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr lachen musstet, gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Klickt hier auf ein anderes Video, was hier irgendwo ist. Und checkt uns beide auf Instagram aus. Jessica.AndreaHeffner und DanXWhite. Wir freuen uns drauf, euch auf Instagram zu sehen. Dass ich euch beim nächsten Video sehe, nächsten Sonntag. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch jetzt hier dieses andere Video an, was hier irgendwo ist. Tschüss.